checkt das Gewinnspiel aus. Hallo Leute und herzlich willkommen bei diesem ultraspannenden Video, denn heute geht es mal wieder um GTA 6. Ja, Freunde, das Warten auf GTA 6 hört einfach nicht auf. Und morgen könnte es extrem spannend werden, denn morgen ist das Earning Call von Rockstar Games und Take-Two. Und dieses Call wird definitiv ausschlaggebend für den Release von GTA 6 werden. Was da genau passiert und besprochen wird, darüber werde ich euch auf jeden Fall demnächst informieren. Und wenn wir schon beim Informieren sind, sprechen wir nun über ein interessantes Thema. Und dieses Thema geht natürlich auch um GTA 6. Denn es könnte sein, dass dieses Spiel bereits komplett fertig ist und quasi einfach nur noch darauf wartet, vermarktet zu werden. Und dazu gibt es paar Gerüchte und Quellen. Denn diese zeigen unter anderem, dass Rockstar Games demnächst an einem neuen Projekt arbeiten wird. Welches Game könnte das sein? Doch bevor wir mit diesem ultraspannenden Video anfangen, würde es mich mega freuen, wenn ihr jetzt alle ein Like und ein Abo auf diesen Kanal da lässt. Und vergesst auf gar keinen Fall abzuchecken, ob die Glocke wirklich für alle Benachrichtigungen aktiviert ist. Als Dankeschön läuft hier ein dauerhaftes GTA 6 Gewinnspiel. Gönn dir! Ja, Freunde, das wäre doch eine Traumvorstellung. Morgen der Earning Call, wo besprochen wird, wann GTA 6 angekündigt wird. Dann hätten wir im Frühjahr einen Trailer oder besser gesagt eine offizielle Ankündigung. Und Ende 2024, Anfang 2025 würde das Game dann released werden. Das würde sich natürlich mit den offiziellen Fakten von Take-Two decken, denn diese planen genau in diesem Zeitraum einen Umsatz von 8 Milliarden zu machen. Das wären circa 3 Milliarden mehr, als sie aktuell schaffen. Und 3 Milliarden sind immer noch 3000 Millionen. Deshalb sind sich auch viele sicher, es kann nur mit GTA 6 erzeugt werden. Doch bevor ein Game überhaupt angekündigt werden kann, muss es erstmal fertiggestellt werden. Und dazu kursieren ein paar Informationen durch die GTA-Community. Wie sicherlich einige von euch mitbekommen haben, hat Rockstar Games vor kurzem ein neues Studio eröffnet, und zwar im Herzen von Los Santos, oder besser gesagt Los Angeles. Und die Twitter-Seite GTA 6 Trailer Countdown hat folgenden Artikel veröffentlicht. Rockstar Games startet mit einem neuen Projekt, denn diese suchen neue Stellungsangebote. Und das sind alles Jobs, die man am Anfang des Spiels braucht. Denn Rockstar Games sucht auch unter anderem einen talentierten Autor. Und wenn man jetzt einen Rockstar Games Autor nimmt und das Ganze mit einem GTA-Spiel abgleicht, die Arbeit wäre dann wie folgt. Der würde entweder die komplette GTA 6 Geschichte schreiben, also von Story Anfang bis zum Ende, oder auch Dialoge zwischen NPCs. Dadurch aber, dass GTA 6 schon weiterentwickelt ist und dieses Anfangsstadium hinter sich hat und Rockstar Games nie an einem neuen Titel arbeitet, wenn sie einen alten nicht abgeschlossen haben, ist das Ganze natürlich interessant. Und da würde ich natürlich gerne euch mal fragen, welches Spiel von Rockstar Games, abgesehen von GTA 6, würde euch mega interessieren? Wäre das ein Bully 2, ein Red Dead Redemption 3, Max Payne 4, Agent, Midnight Club 5, LR Noir 2, vielleicht auch Manhunt 3 oder New IP? Also diese Spiele hätte Rockstar Games auch noch im Ärmel, und ob es jetzt eins von diesen Spielen sein wird und ob dieses Gerücht sich überhaupt bewahrheiten wird, das werden wir in naher Zukunft erfahren. Denn wie gesagt, sollte GTA 6 angekündigt werden, dann spätestens bis März 2024. Ich persönlich lasse das Ganze auf mich zukommen und ich bin euch ehrlich, momentan interessiert mich nichts anderes als GTA 6. Ja, Freunde, was ist eure Meinung zu diesen Jobangeboten und welches Game von Rockstar Games würdet ihr euch wünschen? Schreibt eure ausführliche Meinung in die Kommentare, ich werde das Ganze lesen, beantworten und dein Herz dalassen. Und wie immer grüße ich natürlich vom letzten Video den ersten und den letzten Kommentar. Grüße gehen raus an User-OX9BT8QB5R sowie Livux. Willst du auch im nächsten Video gegrüßt werden, dann lasst jetzt einen Kommentar da.